Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play OMSI 2 der Omnibus Simulator. Ja, aber wir befinden uns immer noch in Krefrath und ich habe ganz vergessen, die Linie 54 zu fahren. Beziehungsweise bin sie irgendwie schon mal gefahren, aber habe das mit einer Aufnahme verwechselt und habe das nicht aufgenommen. Und ja, das heißt, jetzt kommt erstmal die Linie 54. Unseren Fahrplan haben wir schon, wir stellten jetzt nochmal 26 Minuten nach vorne. Um 10.20 Uhr fahren wir ab. 10.22 Uhr meine ich natürlich. So, das ist, glaube ich, nur der Terminus. Ja. Und unsere Haltestelle ist da vorne. Also, Motor an. Jetzt ist auch der Vorwärtsgang drinne. So, wir haben Strich. Wartestrich. So, jetzt warten wir, bis wir grün haben. Ich mache gerade noch mal ganz kurz etwas. Und zwar das Programm schließen. Und wir haben grün. Aber hier haben wir wieder rot. Gut. Jetzt wird aber auch hier grün. Fischelmarkt sind wir gerade und wir fahren nach Nidarath. Guten Morgen. 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 So, wir haben noch 0,3 Minuten. Ich will das Kneeling nicht. So, einmal beide schließen. Ah. Ja. Genau, und jetzt geht nur der eine Türflügel auf. Gut. Genau das wollte ich gucken. Wir haben jetzt schon eine halbe Minute Verspätung, weil ich rumgespielt habe. Scheiße. Und ich muss das Lenkrad jetzt erstmal wieder aktivieren. So, Nidarath. Zwei Pfeile direkt hintereinander. So, Solaris Urbino 12 fahren wir, beziehungsweise der stand da gerade einfach schon. Gut. Da habe ich mal kurz abgewartet, bis der durch die Kurve ist, weil die mir hier doch ziemlich eng erschien und ich keinen Unfall bauen wollte. Nordkamp sind wir. So, alles einsteigen. Jo, kein Problem. Und da ist trotzdem Kneeling drin. So, niemals in Kurven beschleunigen, habe ich gelernt.
Bisschen ruhiger fahren. Okay, da will niemand ein- oder aussteigen am Heckenweg. Das heißt, wir fahren weiter. Am Garten. Hallo. Hallo. Gut. Weiter geht's geradeaus. Mann. Ja, da hätte ich aufpassen müssen. Da ist einer von rechts gekommen. Ich dachte, der wäre noch weit genug weg, dass ich schnell noch drüber komme. Aber wir wissen alle, das ist Omsi. So, Türen schließen. Weiter geht's. Das war jetzt die Wehrstraße. Wir nähern uns immer mehr der 50. Folge um sie. Boah, der fährt auch noch in mich rein. Schnell. Ja, 3 Minuten. Und jetzt vorspürchen. Das ist doch wohl nicht zu fassen hier. Nochmal 7, jetzt habe ich 10 Minuten Verspätung. Dann ist noch ein Solaris Urbino 12. Und wir sind am Rathaus. Guten Tag. Guten Tag. Ja, dürfte eine normal lange Tour werden. So. Gut, nächster Halt ist der Güterbahnhof. Ach, ich kann es jetzt schon kaum wieder fassen, was da mit diesem blöden, mit dieser blöden KI abgeht. Aber guten Tag, hallo. Guten Tag. Gut, E-Hauptbahnhof, E-Regatta 54 auch da lang. Ja, da habe ich gesehen, dass die Ampel auf Rot steht.
gut, 9,6 Minuten nur noch Verspätung. Ja, jetzt stehen wir hier an der Ampel. Da haben die Linksabbieger gerade grün gehabt. Und jetzt müssen wir eigentlich gleich grün bekommen. Wir biegen ab auf die Bahnallee. Interessant. Muss ich auch demnächst mal mit anfangen mit Straßenschildern. Schon wieder rot. Und wir bauen immer mehr Verspätung auf. Sind wir gefahren? Sind wir gefahren? Ja, ja. Die fehlt noch, die fehlt noch. Und wir haben grün. Gut, dann steigt doch mal ein, all die ihr mit wollt nach Hohenrad. Nach Hohenrad? Niederrad. Hallo. Guten Morgen. Hallo. Eine Fahrkarte für den ganzen Tag. Bitte sehr. Einmal wieder Kurzstrecke. Gut. Weiter geht's Richtung Niederrad. Niederrad, ja, Niederrad. Was bedeuten die Pfeile? Muss ich abbiegen? Nein. Ich muss nur die Spur wechseln. So, das hier finde ich extrem cool gemacht, muss ich zugeben. Das muss ich mir jetzt mal so angucken. Hammer. Hat er einfach mal so einen Fluss da reingebaut. Nice. Echt cool gemacht. Weiter geht's. Wir wollen ja eigentlich keine Verspätung aufbauen. Also Gräfrath ist aktuell meine Lieblingsmap, muss ich doch schon sagen. So von dem, was ich hier immer so sehe, ist das einfach nur grandios gebaut. Hier steht niemand, da wollte auch niemand aussteigen. Weiter geht's, 54 geradeaus.
Das war noch gelb. Morgen. So, links abbiegen. Das wäre fast ein Unfall geworden. Denn jetzt gemacht? Amtsgericht. Was steht da hinten? Ist das nicht dieses... Ja, gesperrt für Doppeldeckerbusse. Niederrad. Niederrad. Wieso sage ich die ganze Zeit Niederrad? So, nächstes Halt ist Wedau Bahnhof. Meine Damen und Herren, in Kürze reichen wir Wedau Hauptbahnhof. Ui, nicht mehr lange. Da kommen wir noch drüber. Es will nur einer aussteigen. So. So. Alles einsteigen. Gut, die Stewardess ist eingestiegen. Wir sind an der Was ist ein... Ach so, ja, eine Regattabahn. Hat ja was mit Wasser zu tun, genau. Hat Regatta nicht irgendwas mit Schiffen und... Irgendwie sowas. Also schwimmen war Regatta nicht. Obwohl Regatta schwimmen? Ich weiß es nicht mehr. Ich habe diesen Sport nie gemacht. Ich weiß nur, dass es irgendwas mit Wasser zu tun hat. No. Da habe ich das Bremsen mit der... mit dem Rechtsabbiegen verwechselt. Schnell einsteigen. Hallo. Morgen. 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 Nein, da
hole ich mir jetzt erstmal die. Ihr dürft erstmal vor mich. Und jetzt. Okay, das hätten wir jetzt. Ich war mir nicht sicher, ob ich da so einfach drum komme und ich wollte nicht noch einen Unfall bauen, weil ich bin ja jetzt schon 16 Minuten zu spät. Und demnach... Genau. Zumindest, ey, hätte ich jetzt nicht gebremst, wäre ich dem Auto hier hinten reingefahren. Also halt mal die Klappe, ne? Ich hab dir gerade dein Scheißleben gerettet. Hier habe ich mich doch letztens mit der 55 verfahren, ne? Genau. Dem war ich gerade ziemlich knapp hinten auf. Kommt schon, gewinnt Abstand. Dann halt nicht. Man kann auch schon mal ein Stück über die Haltebucht laufen. Das ist doch jetzt nicht tödlich, oder? So, nächstes Halt ist am Gleis. Ja, hat ziemlich viel mit Eisenbahn zu tun, habe ich gemerkt. So, schnell einsteigen. Hallo. Und weiter geht's. Ab über den Bahnübergang. Ach nee, ich weiß, was ich hier gemacht habe. Die Tour habe ich, glaube ich, aufgenommen das letzte Mal und da hatte ich dann keine Stimme. Wohl war das nicht die 55? Keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich irgendwie... Bin ich auf jeden Fall schon mal hier lang gefahren. Hallo. 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 Achso, ich habe die ganze Zeit den Warnblinker an. Na gut. Das ist auch wieder cool gemacht. Ich liebe diese Geräuschkulisse gerade irgendwie. So, das war der Fichtenkamp. Hier will niemand einsteigen. Und nächstes Halt müsste, ja, Niederrad.
Folge der Michael Schumacher, ja? Natürlich. Ui, Niederrad auf so eine Anhörung. Anhörung, ja, nee, ist klar. Anhörung. Und die 56 fährt ab. So, und das war's mit der Tour. Zu spät, zu spät, zu spät, zu spät. Ja, war mir klar. Aber ich hoffe, es hat euch gefallen. Vor allem, ja, ich hoffe, ihr hattet wieder einen... Huch! Ghost Woman und Ghost Man. Und Ghost Shilbin. Und Ghost Stewardess. Okay. Naja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder vom Let's Play OMSI 2. Ich würde sagen, bis dahin und bye bye.